Es ging um den Wert Europas. Einen ganzen Tag lang haben Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Auswärtigen Amt darüber geredet. Und schon in den Tagen vorher hatten viele Menschen bei Facebook das Thema diskutiert, ihre Sorgen geäußert und Fragen gestellt. Und zum Beantworten der Fragen haben wir heute hier den Bundesaußenminister Dr. Guido Westerwelle. Wir haben das Thema Zukunft Europas. Thema Nummer eins ist da immer die Euro-Krise. Wir haben Rettungspakete, Krisengipfel, Hilfen in Milliardenhöhe. Ein Facebook-User schreibt uns, für Deutschland ist es in erster Linie nur teuer. Ein anderer fragt, wer zahlt's? Können Sie die Sorgen verstehen? Die Sorgen kann ich verstehen, aber sie sind unbegründet, denn wir sind das Land, das am allermeisten von Europa profitiert. Rohstoffe haben wir nicht. Was wir haben, sind Ideen, Kreativität, Patente, Produkte, die wir in die ganze Welt exportieren. Ein Beispiel: Wir exportieren immer noch mehr deutsche Produkte nach Belgien als nach Brasilien. Das zeigt, Stärkung Europas ist unser eigenes Interesse. Bei der Zukunft Europas geht es auch um den Wert und die Bedeutung Europas. Früher war das Frieden und Wohlstandssicherung. Heute stehen da die Finanzprobleme. Woran liegt das, dass die Wahrnehmung sich so verschoben hat? Ist Europa schon so normal, dass wir uns nur noch über Geld unterhalten? Ich fürchte, das ist eines der Probleme. Natürlich ist es kein Wunder nach anderthalb Jahren Schuldenkrise in Europa, dass man sich auch über das Geld ganz besonders viel Gedanken macht. Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir Deutsche nicht überfordert werden. Letzten Endes ist Europa eine politische Union. Das ist die Idee, die wir haben. Reisefreiheit zum Beispiel, dass jeder überall in ganz Europa studieren kann. Wir brauchen ja heute Europa vor allen Dingen, um uns mit unserem europäischen Freiheits- und Lebensmodell in der Welt behaupten zu können. Das heißt, wir brauchen mehr Europa. Wie sieht dieses mehr Europa aus? Ist das weg vom Nationalstaat hin zum Superstaat Europa? Nein, es ist eher ein Europa der Heimatländer. Es ist eher eine Kulturgemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft. Natürlich geht es nicht darum, dass wir einen Superstaat schaffen, wo dann alle kulturellen Unterschiede eingeebnet sind. Aber natürlich ist es auch so, behaupten, gegenüber diesen riesigen neuen Kraftzentren in der Welt werden wir uns nur gemeinsam. Alles andere ist eine Illusion. Das heißt, wieder mehr den Wert Europas an sich in den Blick nehmen. Ich denke, die Diskussion wird auch auf Facebook weitergehen. Vielen Dank erstmal für die Beantwortung der ersten paar Fragen. Dankeschön.